Grüß euch, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem Livestream. Ich bin der Ascha Sepp aus dem Yoga-Zentrum Straußdorf und Kalsdorf. Ich mache mit euch heute eine Sequenz, eine andere. Ich habe schon mal Stehhaltungen und ein bisschen Schulteröffnungen gemacht. Deswegen machen wir ein bisschen was anderes. Und ich hoffe, dass wieder einige mitmachen und gibt diesen Link auch an Freunde, Bekannte weiter. Momentan ist ja das alles noch frei zum Anschauen in YouTube. Und jetzt den Link weitergeben und dann kann da jeder mitmachen. Ihr braucht halt wieder einen Stuhl, die Blöcke, Polster, Matte und natürlich auch die Decke und einen Gurt. Wir beginnen die Sequenz wieder mit einigen Minuten Meditation, dann machen wir Pranayama-Techniken. Und dann beginnen wir die Asana-Sequenz. Ihr dürft eine aufrecht bequeme, stabile Haltung einnehmen, das Brustbein nach oben, den Scheitel Richtung Decke. Die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz frei. Lass deine Augäpfel zurücksinken in die Augenhöhe und dadurch deinen Augendruck und bleib mit deinen Gedanken bei dir, deiner Atmung. Beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuche, deine Aufrichtung zu halten.
Ihr dürft die Augen öffnen. Ihr dürft die Decken, wenn die in dieser Größe vor euch liegt, das heißt, wenn die Decke hier schon dreimal der langen Seite nach falten ist, dann die Decke nochmal zweimal der langen Seite nach falten, sodass die Decke fünfmal der langen Seite nach falten ist. So faltet man eine Yoga-Decke. Das Polster dann am Ende der Matte auf irgendeine Seite bringen, auflockern, die Decke auf das Polster mit der runden Kante der Decke in die Mitte der Matte. Setz dich jetzt mittig auf die Matte, vor das Polster, die Ferschen sind noch auf der Matte, die Sitzbeinhöcker nach außen, die Oberschenkel nach innen. Eine Handbreite vom Polster wegsetzen, also nicht zu nah am Polster. Hände an der Seite, Füße heran, auch hier die Ferschen leicht nach außen. Komm auf die Ellenbogen herunter, heb jetzt das Becken an, ausmitteln, sodass du mittig übers Polster zum Liegen kommst, dann zurücklegen. Nimm die Decke, schieb die Decke unter deinen Kopf, sodass die runde Kanten der Decke den Nacken noch berührt. Auch hier schauen die Ellenbogen senkrecht nach oben. Die Beine jetzt strecken. Die Beine leicht angespannt, leicht nach innen gedreht. Greif mit den Fingern den Hinterkopf. Heb den Kopf etwas an. Schau zu den Zehenspitzen. Die Beine jetzt parallel zu deiner Matte ausrichten. Den Nacken wieder längern, den Kopf ablegen. Greif mit den Fingern zum Gesäß. Das Gesäß leicht anheben. Etwas nach vorne Richtung Ferse schieben. Wieder absenken, sodass der untere Rücken mehr entspannen kann. Die Arme, Hände wieder nach oben zum Kopf. Die Finger leicht spreizen, die Handflächen ausdrehen, tief ein. Mit dem Ausatmen die Arme an der Seite ablegen. Die Ellenbogen berühren noch die Mattenkante. Schiebe jetzt deine Schulterblätter nach unten innen aufs Polster, einmal links, einmal rechts, sodass der Nacken hier noch mehr entspannen kann. Zuerst die Hände, Arme, den Rumpf entspannen. Ganz zum Schluss die Beine und Füße nach außen fallen lassen. Shavasana für Pranayama. Die Augen schließen, die Atmung vertiefen, tiefer in deinen Brustkorb ein- und ausatmen. Dieses vertiefte Ein-Ausatmen ist Ujjayi 1. Das ist eine Grundatemtechnik, die was jeder immer auch machen kann. Die erste Technik, was wir machen, Ujjayi 3, verlängert Einatmen. Ihr werdet beim Einatmen die Schläge des Metronoms zählen und versuchen immer gleich lang einzuatmen. Wenn ihr bereit seid, mit der nächsten Einatmung beginnen, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen, dabei die Schläge des Metronoms zählen. Versuche immer gleich lang einzuatmen. Beim Einatmen zuerst die Bauchdecke etwas anheben, die unteren Rippen in die Breite ziehen, die seitlichen Rippen hoch Richtung Achsel und am Schluss der Einatmung deinen Brustkorb so ausdehnen, dass das Brustbein näher zum Kinn kommt. Beim Ausatmen zuerst die Bauchdecke etwas einsinken lassen und dann ganz gleichmäßig deinen Brustkorb zusammensinken lassen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Wir gehen über in Ujjayi 4, gleich lang ein, gleich lang ausatmen. Jeder versucht mal, genauso lang, wie er jetzt eingeatmet hat, auch auszuatmen. Ist der Atemzug so zu lang für dich? Mach einen Erholungsatemzug. Einmal tief ein, ausatmen. Und dann verkürzt mit der Einatmung in die Technik wieder einsteigen. Jetzt gleich lang einatmen. Gleich lang ausatmen.
Wenn du 4 Schläge lang einatmest, auch 4 Schläge lang ausatmen. Jeder sucht sich seine Atemmenge. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Bei dieser Technik, wenn du mehrere Atemzüge ausgeführt hast und du spürst trotzdem, du baust Druck in der Lunge oder im Kopf auf, dann mach einen Erholungsatemzug. Atme einmal ganz tief ein und aus. Und steig mit der gleichen Länge, die du gehabt hast, mit der Einatmung in die Technik wieder ein. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Versuche deinen Brustkorb maximal auszudehnen und die Lunge 100% zu füllen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Den Brustkorb dabei maximal ausdehnen, die Lunge 100% füllen. Die nächste Einatmung fertig machen, dann frei ausatmen, die Technik so beenden. Die nächste Einatmung noch fertig machen, dann frei ausatmen, dann nochmal tief ein, ausatmen, dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Wir machen noch Visamafritti, haben wir noch nie gemacht. Und Visamafritti heißt ungleichmäßig. Das heißt, wenn ich hier 3 Schläge lang einatme, 5 Schläge die Luft anhalte, 2 Schläge ausatme, 6 Schläge die Luft anhalte und dann egal welchen Rhythmus ich habe, wichtig ist nur, dass ich spüre, dass ich immer das Innere von mir beruhigt. Weil die Atmung immer fein ist. Wenn halt meine Ausatmung zu Ende ist, dann halte ich die Luft an. Wenn ich spüre, ich baue zu großen Druck auf, dann atme ich wieder ein. Wenn ich vollständig eingeatmet habe, egal wie lang und wie viele Schläge ich brauche, bitte die Schläge eventuell merken, dass man weiß, aha, ich brauche beim Luftanhalten nach der Ausatmung kann ich länger, nach dem Einatmen kann ich länger die Luft anhalten, so sei ein bisschen für mich selber eine Vergleichbarkeit. Alle nochmal tief ein und ausatmen. Und jetzt beginnen. Einatmen so fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich. Dann die Luft anhalten. Und dann wieder beginnen auszuatmen.
auch hier so fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich. Wenn die Lunge entleert ist, wieder die Luft anhalten. Wenn ich spüre, ich baue Druck auf, dann beginne ich wieder mit der Einatmung. Auch hier wieder so fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich einatmen. Dann wieder, wenn die Lunge gefüllt ist, die Luft anhalten. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz leicht. So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich einatmen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Dann die Luft anhalten. Wenn der Druck zu groß wird, dann wieder mit der Ausatmung beginnen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Spür hinein, wann der Druck zu groß wird beim Luftanhalten, nach der Ausatmung oder beim Luftanhalten nach der Einatmung. Und dann beginne wieder entweder fein, ruhig auszuatmen oder nach dem Luftanhalten, nach der Ausatmung wieder einatmen. Spür hinein und mach diese Ein- oder Ausatmung ganz ruhig, ohne Druck und ganz fein. Im Vergleich für dich selber, wie sich das anfühlt, wie fein deine Atmung wird, kann diese Atmung auch verlängern oder auch verkürzen. Und ich spüre, ich kann länger einatmen oder ich spüre zum Beispiel, ich baue Druck auf und atme nicht kürzer ein. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz fein. Wir atmen jetzt so lange weiter, bis ihr die nächste Einatmung fertig gemacht habt. Also die nächste Einatmung fertig machen. Dann nicht mehr die Luft anhalten, frei durchgehend ausatmen. Und dann jeder bei sich tief ein, ausatmen und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Die Arme jetzt beugen, die Hände auf deinen Bauch legen, die Füße heranstellen. Stell die Füße etwas breiter auf, die Knie fallen von alleine zusammen. Atme hier tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen über den Brustkorb. Wir entspannen zusätzlich noch den Magen und Darmnerven. Komm auf deine rechte Seite rüber, bleib kurz liegen. Und jetzt drück dich über die Seite nach oben. Kopf hängen lassen, aufsetzen. Als letztes den Kopf anheben und setz dich hier wieder mittig auf die Matte vors Polster. Diesmal nah ans Polster setzen. Diejenigen, die Hüft-, Knie- oder Rückenprobleme haben, die Blöcke griffbereit. Nimm deinen Gurt, große Schlaufe, bring den Gurt jetzt um deinen Rumpf. Hinten den Gurt so weit nach unten, dass der Gurt ganz knapp über dem Po ist. Dann die Füße heran, Fußflächen aneinander. Knie nach außen fallen lassen, den Gurt einhängen und spannen. Wer Rücken, Knie, Hüfte hat, Probleme, dann Blöcke unten ein. Greif nach hinten aufs Polster. Komm auf deine Ellenbogen herunter. Hebe jetzt dein Becken an, bring das obere Gesäß nach vorne, Schambein nach oben. Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach oben. Dann zurücklegen. Nimm die Decke mit deinen Händen, bring die Decke wieder sauber unter deinen Kopf, sodass die runde Kanten der Decke den Nacken noch berührt.
Gesäß bleibt weiterhin vorne. Streck die Arme senkrecht nach oben. Die Handflächen schauen zueinander, die Arme gestreckt. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Atme hier tiefer ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Die Arme jetzt beugen, die Finger kreuzen, die Finger weit ineinander schieben, die Daumen berühren sich, dreh die Handinnenflächen Richtung Decke und bringe jetzt deine Fingerrückseite auf die Kopfkrone. Die Handinnenflächen drehen aktiv Richtung Bodenfläche, deine Fingerrückseite berührt die Kopfkrone. Deine Schulterblätter ziehen hier nach unten innen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Auch hier atmest du wieder tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge füllen. Beim Ausatmen die Bauchdecke einsinken lassen, Leiste, Becken noch mehr entspannen. Padanguliasana in Supta Baba Konasana. Padanguliasana heißt diese Finger- und Fingerhaltung. Versuche hier jeden vierten bis zehnten Atemzug bewusst tiefer in deinen Brustkorb einatmen, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge füllen. Beim Ausatmen die Bauchdecke zuerst etwas einsinken lassen, die Leiste, das Becken noch mehr entspannen und dann erst über den Brustkorb den Rest ausatmen. Diese Aktivität, die Handinnenflächen Richtung Bodenfläche drehen, die Schulterblätter nach unten ziehen, beibehalten. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Atme jetzt tief ein. Mit dem Ausatmen, die Finger etwas lösen, die Handinnenflächen Richtung Kopf, die Ellenbogen Richtung Decke. Einatmen. Mit dem Ausatmen, die Finger ganz lösen, die Arme senkrecht nach oben strecken. Einatmen. Mit dem Ausatmen, die Arme über den Kopf ziehen. Auch die Achsel nach innen, Schulterblätter nach unten innen. Greif jetzt mit deiner rechten Hand den linken Ellenbogen. Mit deiner linken Hand den rechten Ellenbogen. Die Finger halten, die Ellenbogen, die Arme selbst sind entspannt. Auch hier wieder tiefer, ruhig einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen, Leiste, Becken noch mehr entspannen. Also diese Haltung, habe ich schon öfters auch erklärt, ist wichtig, um deiner Muskulatur die Zeit zu geben, dass die Wirbelsäule diese natürliche physiologische Schwingung wieder annehmen kann. Also deine Muskulatur soll diese Schwingung wieder annehmen. Und dann kann ich praktisch meine Wirbelsäule optimal entlasten. Das ist nicht möglich, wenn die Wirbelsäule eben extrem verzogen ist, dann kann ich das nicht. Und in dieser Haltung bringe ich die Wirbelsäule wirklich in eine physiologische Haltung. Muss ich natürlich auch üben und des Öfteren machen und auch länger in dieser Haltung bleiben. Tief einatmen, mit dem Ausatmen den linken, den rechten anstecken. Auch hier schauen die Handflächen wieder zueinander. Die Schulterblätter ziehen nach unten innen. Greif mit deiner linken Hand jetzt den rechten Ellenbogen. Mit deiner rechten den linken. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme sind entspannt. Auch hier wieder tiefer, ruhig einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Supta Baddha Konasana mit Polster. Einige Atemzüge bleiben wir noch.
entspann dein Gesicht, die Zahnreihen voneinander lösen, die Augäpfel zurücksinken lassen. Und zwischendrin immer wieder tiefer einatmen, über die Bauchdecke ausatmen, Leiste, Becken noch mehr entspannen. So, tief einatmen, immer ausatmen in den rechten, linken Arm stecken. Einatmen, immer ausatmen, die Arme nach vorne ziehen und seitlich ablegen. Bring auch hier die Schulterblätter wieder nach oben innen aufs Polster. Bleib hier noch einige Atemzüge liegen, spüre, wie sich deine Arme, Hände anfühlen und wie sie sich angefühlt haben, wie die Arme über den Kopf waren. Atme jetzt tief ein, ausatmen, hochkommen, aufsetzen, den Gurt jetzt lösen, den Gurt darfst du herunternehmen, die Beine nach vorne strecken, die Hände an der Seite abstellen, die Beine gestreckt, die Kniekehlen in den Boden drücken. Atme jetzt ein, heb dein Brustbein noch etwas an. Im Ausatmen die Beine anspannen, Schulterblätter nach unten innen ziehen. Die Spannung lösen. Bring die Blöcke nach vorne, das Polster auf die Seite, dreh dich um und komm in Adho Mukha Virasana. Die Handflächen hier in den Boden, die Knie etwas breiter wie die Hüften, die Großzehen berühren sich. Setz dich jetzt zurück Richtung Ferse, die Arme nach vorne gestreckt und dann die Stirn ablegen. Atme hier tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein, mit dem Ausatmen. Lass deinen unteren Rücken noch mehr absinken. Einatmen, den Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen, die Zehen aufstellen, die Knie ein wenig zusammen, einatmen, das Becken anheben, mit dem Ausatmen die Beine strecken, Adho Mukha Svanasana. Die Arme, die Beine gestreckt, der Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule. Die Oberschenkel hier leicht nach innen drehen, die Fersen ziehen nach außen Richtung. Der Hund nach unten. Atme dann tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Im Ausatmen die Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Die erste Haltung, Parshvottanasana. Einatmen, Kopf daneben, rechtes Bein nach vorne. Eine Beinlänge. Die Blöcke links und rechts vom rechten Fuß, die Beine strecken. Ein linkes Becken etwas nach vorne, rechtes zurück, Brustbein nach vorne ziehen, tief einatmen. Mit dem Ausatmen den unteren Rücken absinken lassen. Wer tiefer gehen kann, geht tiefer. Becken bleibt ausgerichtet. Wieder einatmen, das Brustbein etwas nach vorne ziehen, mit dem Ausatmen den Rumpf noch mehr absinken lassen. Lass die Beine gestreckt, die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Becken bleibt ausgerichtet. Die Stirn mit jeder weiteren Ausatmung immer mehr Richtung Schienbein bringen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch, ganz weit. Lass die Beine so gut es geht gestreckt und fließt Energie, das ist das Wasserelement. Wenn die Fußflächen geerdet sind, das Erdelement. Je weiter ihr den unteren Rücken absinken lässt, umso mehr kommt das Feuerelement, entsteht Hitze. Euch wird furchtbar warm in dieser Haltung bleiben. Zwei Atemzüge noch bleiben. Ich ziehe die Kniescheiben Richtung Becken. Die Zähne berühren sich nicht. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen rechtes Bein beugen. Die Blöcke auf die Seite, die Hände am Boden, zurücksteigen, kommen in den Hund zurück, Adho Mukha Svanasana. Arme, Beine gestreckt, Achseln nach hinten.
Atme wieder. Tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein. Im Ausatmen, die Sitzbank noch höher Richtung Decke. Also versuche auch in jeder Haltung Stabilität zu bekommen. Das ist im Yoga sehr, sehr wichtig. Je stabiler die Haltung wird, umso leichter tue ich mich, wenn ich dann eben fließendes Yoga mache, dass ich die Haltung eben sauber auch ausführe. Einatmen, Kopf daneben, linkes Bein nach vorne, eine Beinlänge. Die Blöcke links und rechts vom linken Fuß. Beine strecken. Bring jetzt dein rechtes Becken etwas nach vorne, linkes zurück, Brustbein nach vorne ziehen. Atme tief ein. Im Ausatmen den unteren Rücken absinken lassen. Wer tiefer gehen kann, geht tiefer. Becken bleibt ausgerichtet, die Beine gestreckt, Kniescheiben ziehen nach oben. Atme tief ein. Im Ausatmen den unteren Rücken noch mehr absinken lassen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Jetzt versuche auch hier mit jeder weiteren Ausatmung deinen unteren Rücken noch mehr absinken zu lassen, Richtung Boden. Die Stirn auch immer weiter Richtung Schienbein bringen, ohne dem, dass du das Bein beugst, das linke. Das rechte ist sowieso gestreckt. Zwei Atemzüge noch bleiben. Steck die Beine noch mehr. Einatmen, Kopf daneben, im Ausatmen, linkes Bein am Boden. Die Blöcke weg, die Hände am Boden, zurücksteigen und eine Mucke. Arme, Beine gestreckt, Kopf in die Verlängerung. Tief ein. Im Ausatmen, die Sitzbeine locker. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen, komm auf die Knie runter. Du brauchst jetzt deinen Stuhl. Und den Stuhl stellst du hier mit zwei Stuhlbeinen auf die Matte. Es ist wichtig, dass die vorderen Stuhlbeine im Freien stehen. Weil die meisten haben diese Schulteröffnung nicht, dass den Stuhl eben nicht berühren. Ich zeige das einmal ganz kurz. Wir gehen dann so unter den Stuhl mit die Handflächen in den Boden. Wenn jemand das nicht kann, die Handflächen hier so in den Boden zu bringen, dann den Block seitlich greifen. Das ist etwas leichter. So weit unter den Stuhl rutschen, dass eine Handbreite von dir, diese Handbreite kommt von der Elle bis zum Stuhlbein. Das ist mein Abstand. Also Elle bis zum Stuhlbein, eine Handbreite, mehr nicht. Dann bring die Handflächen hier in den Boden. Ich zeige das nur ganz kurz. Die Zehen aufgestellt, einatmen, ausatmen, Becken anheben. Und dann läufst du nach vorne und ohne den, dass du den Stuhl berührst. So weit es möglich ist. Wenn hier die Beine leicht gebeugt sind, ist es auch okay. Je mehr die gestreckt sind, ist natürlich besser, auch für die Oberschenkelrückseite. Wenn du noch mehr nach vorne, den Stuhl nicht wegschieben und beim Rauskommen zurücklaufen, zurücksetzen und durchatmen. So, jetzt nochmal probieren. Die Handflächen in den Boden. Eine Handbreite vom Stuhlbein zur Elle. Dann die Handflächen in den Boden, Zehen aufgestellt, tief ein, ausatmen, Becken anheben. Und jetzt lauf nach vorne Richtung Stuhl mit deinen Füßen. Soweit du kannst. Die Beine strecken. Versuch hier immer weiter nach vorne zu laufen und die Beine zu strecken, wenn es geht. Und du berührst nicht den Stuhl. Also nicht zum Stuhl hin und wegschieben, sondern den Stuhl, schau, dass du hier Raum schaffst.
Dann nochmal nach vorne und nochmal die Beine strecken. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Nicht den Stuhl berühren, sonst gehst du ein kleines Stück zurück und dann probierst du wieder neu. Lauf nach vorne, den Stuhl nicht berühren. Jetzt tief ein, ausatmen, komm nach unten, etwas zurücklaufen und setz dich zurück. Atme durch. Bleib hier sitzen in Virasana. Atme tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen. Damit hier die Schultern noch mehr entspannen können, kannst du auch die Arme hier nach hinten nehmen und die Stirn Richtung Boden bringen. Das ist eine Möglichkeit, hier komplett eben die Schultern zu erholen. Dann nochmal. Komm wieder hoch. Schau, ob du den Abstand richtig hast. Handbreite von der Ellenelle, von der Kehle bis zum Stuhlbein, eine Handbreite. Handflächen in den Boden. Zehen aufgestellt, tief ein, ausatmen, Becken anheben und dann lauf nach vorne. Erstmal schauen, wie weit du kommen kannst und atme ein, ausatmen, Beine strecken. Bleib hier einige Atemzüge. Atme wieder ein, ausatmen, lauf noch ein Stück nach vorne. Einatmen, ausatmen, Beine strecken. Schau, dass du vom Stuhl wegkommst. Nicht den Stuhl wegschieben von dir. Und dann nochmal. Beine beugen, nach vorne laufen und nochmal Beine strecken. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Schiebe deine Schulterblätter noch mehr vom Stuhl weg. Nicht den Stuhl berühren. Einige Atemzüge versuchen noch zu halten, anstrengen. Das ist wichtig, um die Schulter optimal zu öffnen. Tief ein, ausatmen, zurücklaufen und dann zurücksetzen. Durchatmen. Hier nochmal tief ein und ausatmen. Wer gerne die Arme wieder nach hinten nimmt und die Stirn Richtung Boden bringen möchte, kann das machen. Zwei Atemzüge noch bleiben in der Haltung. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen. Den Stuhl bringst du jetzt ein Stück auf die Seite, den Block zur Seite. Man setzt sich kurz zurück in Adho Mukha Virasana, um den Abstand für den Hund bestimmen. Hochkommen, Zehen aufstellen, Knie ein wenig zusammen. Einatmen, Becken anheben. Und ausatmen, Beine strecken. Adho Mukha Svanasana. Die Arme, die Beine gestreckt, der Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule. Jeder für sich tief ein. Ausatmen, Sitzbeine höher Richtung Decke. Einatmen, Kopf daneben, nach vorne laufen Richtung Hände. Streck die Arme weit nach vorne. Spann die Beine an. Und jetzt einatmen hoch. Ausatmen, die Arme nach unten. Bring deine Blöcke links, rechts vor die Matte und stell dich dann mittig auf die Matte. Brustbein nach oben. Wir beginnen mit einem Dreieck, Uttita Trikonasana. Jetzt einatmen, beugen und fürs Dreieck auseinanderschreiten. Wer gern springen möchte, darf das. Aber für diejenigen, die im Knie, Hüfte, Rücken, Beckenboden Probleme haben, nur dann auseinanderschreiten. Von hier links ein, rechts aus, schaue den rechten Zeigefinger. Atme hier tief ein, ausatmen, lang werden,
und dann die Hand ablegen und der linken Hand zur Decke nachschauen. Hals, Nacken, Gelenk. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Auch hier sind die Achseln nach innen gedrückt. Beide Beine gestreckt. Arme, Beine rund. Eine Linie, Kniescheiben nach oben. Uttita, Trikonasana, das drei. Auch hier einmal tiefer, ruhig einatmen. Beim Ausatmen die rechte Flanke noch mehr längen. Tief ein, ausatmen, schau zum Boden. Einatmen, lang werden, ausatmen, einatmen, hochkommen. Fuß nach vorne. Hier gleich, rechts ein, links aus. Schau über den linken Zeigefinger. Atme tief ein, mit dem Ausatmen lang werden, die linke Hand ablegen und der rechten Hand zur Decke nachschauen. Brustbein öffnen. Erstmal ankommen, hineinspüren, Arme, Beine, Rumpf, eine Linie. Die Zähne berühren sich nicht. Dann atme ein. Mit dem Ausatmen die linke Flanke mehr längen. Die linke Flanke mehr längen heißt, dass ich auch das linke Becken dann absinken lasse, ohne dem, dass das rechte Becken nach vorne kommt. Das Becken auch hier ausgerichtet. Die Zähne berühren sich nicht. Tief ein, ausatmen zum Boden schauen. Einatmen, lang werden, ausatmen, einatmen, hochkommen, Fuß nach vorne. Die Hände kurz ins Becken, Brustbein bleibt angehoben. Atme hier tief ein und aus. Die Arme wieder seitlich nach oben. Für den Krieger 1. Handflächen nach oben drehen, die Arme nach oben strecken. Links eindrehen, rechts ausdrehen. Schau, dass jetzt dein rechtes Becken weiter nach vorne kommt. Atme ein, mit dem Ausatmen. Dein rechtes Bein tief beugen. Links die Ferse bleibt am Boden, die Hände zusammenbringen und schau vor den Händen zu der Decke. Arme gestreckt, Rücken gerade. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Ein linkes Bein gestreckt, das rechte tief gebeugt. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen, Hände lösen, tief ein, ausatmen, Bein strecken, eindrehen. Die Arme seitlich nach unten, einatmen. Ausatmen nach unten, Handflächen nach unten, die Arme nach unten bringen, Hände ins Becken. Atme hier tief ein und aus. Arme wieder nach oben. Handflächen Richtung Decke. Einatmen, ausatmen, Arme nach oben. Von hier rechts ein, links aus. Einatmen, im Ausatmen, linkes Bein beugen. Rechte Ferse bleibt am Boden, Hände zusammen, vor den Händen Richtung Decke schauen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Dein rechtes Bein bleibt gestreckt, linkes tief gebeugt. Einatmen, Kopf anheben, ausatmen, Hände lösen. Tief ein, ausatmen, Bein strecken, einatmen.
Einatmen. Ausatmen, Arme nach unten. Handflächen nach unten bringen. Zusammenschreiben. Einatmen. Beugen, ausatmen, zusammen. Gewicht in die Fersen. Gewicht zur Seite. Die Füße hüftbreit. Einatmen, Arme erhoben. Mit dem Ausatmen, komm nach unten. Wenn die Beine beugen musst, um die Hände in den Boden zu bringen, Beine jetzt beugen. Hände absetzen, zurücksteigen in den Humpf. Eine Mucke. Die Arme, Beine gestreckt. Hier tief ein. Im Ausatmen sitzt bei einer Gehöhe Richtung Decke. Dann nochmal tief ein. Im Ausatmen hier auf die Knie kurz runterkommen. Die Knie gleich breiter. Die Großzehen zusammen. Und dann kurz zurücksetzen. In Adho Mukha Virasana. Die Arme nach vorne gestreckt. Atme hier bewusst tiefer ein. Beim Ausatmen den unteren Rücken absinken lassen. Einatmen, Kopf anheben, mit dem Ausatmen hochkommen. Zehen abstellen, Knie ein wenig zusammen. Einatmen, Becken anheben. Ausatmen, Beine strecken. Einige Atemzüge hier bleiben. Beine festgestreckt. Arme gestreckt. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen nach vorne laufen, Füße hüftbreit, die Hände ins Becken links, rechts, Brustbein nach vorne ziehen, Beine anspannen, einatmen, hochkommen. Ausatmen. Wieder mittig auf die Matte stellen, Brustbein angehoben. Aufspringen fürs Dreieck. Einatmen, beugen, aufspringen. Schrittlänge eine Beinlänge. Wir gehen vom Dreieck in Ardha Chandrasana. Von hier links ein, rechts aus. Schau über deinen rechten Zeigefinger. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen lang werden. Die rechte Hand ablegen. Der linken Hand bitte nachschauen. Jetzt schau zum Boden. Bring deine linke Hand ins Becken. Beug jetzt dein rechtes Bein. Wenn du den Block benötigst, nimm den Block, spring mit deinen hinteren Beinen zum Vorderen. Nimm den Block nach vorne. Wenn du den Block nicht brauchst, die Hand nach vorne setzen. Heb jetzt dein hinteres Bein nach oben. Das linke Bein nach oben nehmen. Rechtes Bein strecken. Und dann versuch dich hier auszurichten und bring dein linkes Becken noch mehr übers rechte und streck dann den Arm nach oben. Deinen linken Arm nach oben strecken, eine Linie. Arme, Beine, Rumpf. Wer hier nicht frei stehen kann, schaut zu seinem rechten Fuß und beugt etwas das rechte Bein. Dann geht es leichter, die Balance zu finden. Zwei Atemzüge hier noch bleiben. Tief ein, ausatmen, schau zum Boden, bring deine linke Hand ins Becken, das rechte Bein beugen. Jetzt die linken Zehen Richtung Boden. Die rechte Hand zurücksetzen, steigen den linken Fuß zurück und streck dann das rechte Bein und komm ins Dreieck zurück. Uddiyana Trikonasana. Schau zum Boden. Einatmen, lang werden. Ausatmen, einatmen, hochkommen. Fuß nach vorne. Hände kurz ins Becken. Brustbein angehoben. Hier tief ein. Ausatmen. Arme nach oben. Von hier rechts ein. Links aus. Schau bei den linken Zeigefinger. Tief ein. Ausatmen, langsam. Linke Hand ablegen, rechte Hand zur Decke nachschauen. Uddiyana Trikonasana. Schau zum Boden. Bring linke Hand ins Becken.
Die rechte Hand ins Becken, linkes Bein beugen, linke Hand außen am Fuß ansetzen. Spring jetzt mit deinem rechten Fuß nach vorne zum linken. Setz deine linke Hand etwas nach vorne. Balanciere hier dich aus. Und jetzt heb dein rechtes Bein nach oben. Und streck dein linkes Bein. Wenn du hier die Balance gefunden hast, bring dein rechtes Becken noch mehr das linke. Und dann dreh dich nach vorne auf. Hebe dein gehobenes Bein eventuell noch etwas mehr. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Einige Atemzüge noch bleiben. Tief ein, ausatmen, schau zum Boden, bring deine rechte Hand ins Becken, linkes Bein beugen, die rechten Zehen Richtung Boden, linke Hand zurücksetzen, steigen im rechten Fuß zurück. Streck dein linkes Bein, komm ins Dreieck zurück. Schau zum Boden, einatmen lang werden, ausatmen, einatmen hochkommen, Fuß nach vorne. Zusammenschreiten, einatmen, beugen, zusammen. Gewicht in die Fersen. Hier nochmal tief ein, ausatmen, Spannung lösen. Ihr braucht jetzt den Stuhl und den Stuhl hier auf die Matte mit allen vier Stuhlbeinen. Die Blöcke dürft ihr auf die Seite bringen, die braucht man momentan nicht mehr. Und knie dich hier jetzt vor deinen Stuhl und schau, dass du hier ungefähr eine Handbreite von der Sitzflächenkante weg bist. Atme hier tief ein und aus. Greif jetzt seitlich die Stuhllehne und heb dein Brustbein an. Wichtig hier ist, dass du die Achseln nach innen drehst, das Brustbein angehoben und nicht ins Hohlkreuz fällst. Das Becken sollte auch hier nicht nach hinten kommen. Also so sollte das nicht ausschauen, dass die Arme gebeugt sind, sondern ich schiebe das Becken nach vorne und strecke meine Arme. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Die Schulterblätter ziehst du hier nach unten innen. Jetzt versuch einmal mit der Hand etwas höher zu kommen und die Arme hier noch strecken. Brustbein angehoben. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Die Arme gestreckt. Die Zähne berühren sich nicht. Es hilft ja dann eben die Schultern optimal geöffnet zu haben, wenn wir dann hier später in den Schulterstand kommen mit dem Stuhl. Jetzt tief ein, ausatmen, Finger lösen, die Hände wieder zur Seite zum Stuhl bringen, Brustbein angehoben. Jetzt stell deine Zehen auf und bring ein Bein nach vorne, stütz dich hier ab, tief ein, ausatmen, hochdrücken. Und dann greif hier. Stell dich auf deine Matte, die Finger, kreuze die Finger, die Daumen kreuzen und die Arme strecken. Bring deine Handballen so gut es geht zusammen. Also das ist ganz wichtig. Wenn die Hände hier so sind, dann arbeite an dir, dass die Handballen zusammenkommen. Ganz wichtig. Die Arme gestreckt. Gewicht in die Fersen, nicht auch hier ins Hohlkreuz kommen. Fest die Arme strecken, tief ein, ausatmen, Brustbein erst anheben, Schulterblätter nach unten, noch mehr. Streck die Arme noch mehr. Einatmen,
Ausatmen, Finger lösen, Arme seitlich nach oben. Die Arme gesteckt. Hier nochmal, tief ein. Ausatmen, Arme nach unten. So, jetzt baut ihr euch für den Schulterstand auf. Der Stuhl steht hier mit allen vier Stuhlbeinen auf der Matte. Nimm deine Decke. Decke auf die Sitzfläche. Nimm dein Polster. Das Polster auflockern. Leg dein Polster deinen Abstand für deine Körpergröße hinlegen. Das Polster etwas flach drüber. Und dann gehen wir miteinander in diese Haltung. Hier auf die Sitzfläche setzen. Das eine Bein nach oben, das andere Bein nach oben. Und dann greif unten die Querstrebe. Und komm hier in Shavasana. Schultern zusammenbringen, Fußflächen zusammen, Knie nach außen fallen lassen. Brustbein Richtung Kinn ziehen. Atme hier tief ein, über die Bauchdecke aus. Knie zusammen, rechtes, linkes Bein nach oben stellen. Die Beine angespannt. Die Oberschenkel nach innen gedreht. Brustbein Richtung Kinn gezogen. Die Schulter nach hinten zusammengebracht, soweit es geht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Rechtes Bein gestreckt auf die Lehne. Einatmen. Im Ausatmen links die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Lass deine Beine gestreckt. Die Fußgelenke flex, das Becken ausgerichtet, dein Brustbein Richtung hingezogen. Und versuch hier deine Atmung zu beruhigen und geh immer durch. Sind meine Beine gestreckt? Ist mein Becken ausgerichtet? Zieht mein Brustbein Richtung hin? Bringe ich meine Schultern nach hinten weit zusammen? Also diese Dinge immer selbst durchgehen. Arbeite an dir, an deiner Haltung. Das ist im Yoga wichtig. Atme tief ein. Ausatmen, die Beine nach oben. Beine gestreckt, Oberschenkel nach hinten, Brustbein noch mehr Richtung hin, Schultern zusammengebracht. Linkes Bein gestreckt auf die Linie. Linkes Bein ablegen, einatmen, ausatmen, die rechten Zehen über den Kopf Richtung Boden. Die Beine gestreckt, Fußgelenke flex, Brustbein Richtung hingezogen, Schultern nach hinten zusammenbringen, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz ruhig. Versuch, deine Atmung hier zu beruhigen und bleib mit deinen Gedanken bei deiner Atmung. Atme ruhig und gleichmäßig. Und arbeite trotzdem, während du deine Atmung beruhigst, an deiner Haltung. Tief ein. Ausatmen, beide Beine senkrecht. Brustbein wieder noch mehr Richtung hin. Beine gestreckt. Schultern zusammengebracht. Wenn hier jemand eben Probleme hat und sagt, ja, die Finger schlafen ein, die Arme schlafen ein, dann einfach kurz rauskommen, Beine beugen, dann die Hände, also die Fußflächen zusammen, Knie nach außen und dann kurz einmal die Hände lockern. Also das ist möglich, aber sollte nicht immer der Fall sein. Rechtes Bein gestreckt auf die Lehne, rechtes Bein strecken, einatmen, mit dem Ausatmen links die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Die Beine gestreckt, Fußgelenke flex, die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Atme tief ein. Beim Ausatmen, Bauchdecke absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Ikka
Pada Shavasana heißt diese Haltung. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz leicht. Atmung beruhigen, durchgehen. Wo kann ich noch meine Haltung verbessern? Einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Linkes Bein gestreckt auf die Lehne, einatmen, ausatmen, die rechten Zehen über den Kopf Richtung Boden. Beine gestreckt, Brustbein Richtung Kinn gezogen, Schulterblätter so weit, also Schultern nach hinten zusammenbringen. Atmen, berühren. Das Gesicht ganz weich machen. Wenn eben so Haltung zu anstrengend wird, dann gehe ich kurz raus, gehe in Baddha Konasana, lege Fußflächen zusammen, Knie nach außen, ist Baddha Konasana. In Shavasana heißt diese Haltung dann. Und dann gehe ich halt wieder rein, wenn ich da durchgeatmet habe. Tief ein, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Jetzt die Beine beugen, Füße auf die Lehne, Fußflächen zusammen, Knie auseinander. Und das ist Baddha Konasana in Shavasana. Zum Schulterstand Baddha Konasana machen. Auch hier nochmal tief ein, ausatmen, Knie zusammen, rechtes linkes Bein nach oben strecken, anspannen. Rechtes Bein gestreckt auf die Lehne, streckt am Bein, einatmen. Ausatmen, links die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Beide Beine gestreckt, Brustbein Richtung Knie gezogen. Schulter nach hinten zusammengebracht. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Je mehr die Schulter nach hinten zusammenkommen, umso mehr wird die Schulter geöffnet. Also das, was wir vorher eben auch gemacht haben im Stuhl, das Hinknien und dann den Stuhl rückwärts greifen, dieselbe Haltung. Einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben, Brustbein Richtung Kinn, Schultern zusammen, linkes Bein gestreckt auf die Lehne, einatmen, ausatmen, rechts zu ziehen in den Kopf Richtung Boden, streckt die Beine, Brustbein Richtung Kinn, Schultern nach hinten zusammenbringen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Arbeite an dir. Versuch deine Atmung zu beruhigen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Tief ein. Ausatmen, beide Beine sind gleich nach oben, Beine strecken, Brustbein Richtung Kinn, Schultern zusammen, rechtes Bein gestreckt auf die Linie, einatmen, ausatmen, links die Zehen über den Kopf Richtung oben. Becken bleibt ausgerichtet, Brustbein Richtung Kinn gezogen. Mach dein Gesicht ganz weit. Tief ein, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben, linkes Bein gestreckt auf die Lehne, einatmen, mit dem Ausatmen rechts zu ziehen, über den Kopf Richtung Boden, Beine gestreckt, Becken ausgerichtet, Brustbein Richtung Kinn, Schulter nach hinten zusammenbringen. Zwei Atemzüge noch bleiben. Tief ein. Ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Die Beine beugen. Füße auf die Lehne. Die rechte Hand raus, die linke raus. Greif das Stuhlbein, was näher bei dir ist. Dann bring deine Füße auf die Sitzfläche. Lass dich zurückgleiten
und dann robbe mit deinen Schultern einmal links und rechts zurück, bis deine Unterschenkel hier flach auf der Sitzfläche aufliegen. Hebe jetzt dein Becken an. Greif mit den Händen an das Polster und schiebe das Polster Richtung Schulterblätter zu dir. Die Schultern jetzt ausrollen, Handflächen nach oben öffnen, Schulterblätter noch näher zum Polster bringen. Schau, dass hier dein Becken ganz flach liegt. Lass alles locker. Atme jetzt tiefer, ruhig. In deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Atmen noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, dehn den Brustkorb aus, füllt die Lungen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Einatmen. Beim Ausatmen roll den Kopf 50% zur rechten Seite. Langsam. Einatmen. Beim Ausatmen zurück in die Mitte. Ganz langsam, solange wie deine Ausatmung dauert. Einatmen. Im Ausatmen den Kopf 50% auf die linke Seite. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Einatmen. Im Ausatmen auf die rechte Seite. 60% den Kopf zur rechten Seite mit deiner Ausatmung. Einatmen. Ausatmen zurück in die Mitte. Versuch hier hineinzuspüren, was deine Augen geschlossen. Einatmen. Mit dem Ausatmen auf die linke Seite 60% den Kopf zur Seite drehen. Einatmen. Mit dem Ausatmen zurück in die Mitte. Einatmen. Mit dem Ausatmen auf die rechte Seite 70% den Kopf zur rechten Seite rollen. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Ganz langsam den Kopf zurück in die Mitte rollen. Einatmen. Im Ausatmen auf die linke Seite 70% den Kopf zur linken Seite rollen. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen. Im Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Unterbauch absinken lassen. Und dann den Rest aufatmen. Dieses Rollen am Boden, den Kopf zur Seite, mobilisiert deine Halswirbelsäule und entspannt den Nacken. Nimm die Hände zum Polster, heb jetzt dein Becken an und bring das Polster nach vorne zum Stuhl. Lass dein Becken jetzt zuerst bis zum Boden absinken. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus. Nimm mit deinen Füßen deine Decke. Bring die Decke zu den Händen, nimm die Decke mit den Händen und leg hier die Decke auf deinen Bauch. Hier senken sich die Organe schneller ab und tiefer ab. Jetzt werden die Nerven beruhigt.
Mit den Füßen links, rechts an den Stuhlbeinen, die was weiter von dir weg sind. Mit den Zehen hier den Stuhl etwas wegschieben, dass er im Freien ist. Dann greift mit den Füßen zu den Stuhlbeinen, was näher bei dir ist, und schiebt den Stuhl ins Freie. Dann leg dich hier auf deine Matte, die Beine einmal strecken, die Fersen nach außen ablegen, die Schulterblätter schiebst du nach unten innen auf die Matte, die Handflächen nach oben öffnen und versuch dich hier jetzt zu entspannen, die Zahnreihen von euren lösen, Gesicht ganz weich und geh dann mit deinen Gedanken zu deiner Atmung und spür deinen Körper, die Fersen am Boden aufliegen, die Kniekehlen auf deinem Polster, das Becken auf dem Boden, deine Schulterblätter auf dem Boden und deine Arme. Ich spüre auch deinen Kopf, wie dieser auf dem Boden aufliegt. Versuch dich jetzt mit jeder weiteren Ausatmung noch mehr zu entspannen. Und bleib hier einige Minuten ruhig liegen. Lass deine Augen geschlossen, beug deine Arme und leg die Hände auf deinen Bauch. Stell deine linke und rechte Ferse heran. Roll mit deinen Fersen das Polster ein kleines Stück
weg von dir. Stell deine Füße etwas breiter auf und bring die Knie zusammen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen. Nimm den rechten Arm etwas nach oben und komm auf deine rechte Seite. Bleib hier in so einer Embryo-Stellung liegen. Die linke Hand vor dir aufgestellt. Dein Kopf liegt auf dem rechten Oberarm. Die Beine weit angezogen. Atme hier tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen mach dein Gesicht, deine Stirn noch weicher. Denk dran, beim Hochkommen den Kopf hängen zu lassen. Über die Seite hochkommen und dann als letztes den Kopf anheben. Stell die linke Hand vor dir auf, atme ein. Beim Ausatmen langsam seitlich hochkommen. Kopf hängen lassen. Aufsetzen. Dann Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes den Kopf anheben. Bring deine Hände in Gebetshaltung. Namaste. Namaste ist der Dank vom Lehrer zum Schüler und vom Schüler zum Lehrer und heißt das Göttliche in mir, sieht das Göttliche in dir. Also gibt's bitte den Link weiter an Freunde, Bekannte, dass wirklich da viele das auch nutzen und machen und hört auch, die wo regelmäßig bei mir sind. Die sollten wirklich da immer hinhören und an sich selber arbeiten. Diese Haltung, was ich heute gemacht habe, mit dem Stuhl, also zwei Stuhlbeine im Freien, Stuhl hier und dann mit den Schulterblättern weg vom Stuhl, also die Handflächen hier so im Boden, die wäre sehr, sehr gut für alle, die eben Schulter-Nackenprobleme haben. Das einfach immer wieder üben, zurücksetzen, im Virasana durchatmen und wieder in diese Haltung kommen. Je stabiler diese Haltung wird, man hat am Anfang eben das Gefühl, dass die Schulter diese Stabilität nicht halten könnte, dann immer wieder versuchen und auf einmal habe ich diese Stabilität, von der eigentlich jede Haltung, jede Yoga-Haltung passiert, Stabilität bekommen. Wenn ich hier den Arm strecke und der Arm ist zwar jetzt gestreckt, aber ist nicht energetisch gestreckt. Das heißt, wenn ich hier das, wenn das so wackelt, dann ist es schlecht. Wenn ich hier aber die Energie wegfließen lasse, zurückfließen, dann sieht es so aus. Und das spüre ich halt danach. Und dann habe ich da diese Energie, das ist alles fest und die Muskulatur oben, unten, also Armstrecker, Armbeuger, diese Muskulatur ist im Gleichgewicht. Dauert ein bisschen, bis das kommt. Aber wenn das da ist, dann ist das sehr, sehr schön und fühlt sich auch gut an. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder.